Jo, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tavern Brawl. Und diese Woche erwartet uns hier Battle of Tol Barad. Ich habe das Deck schon mal vorbereitet, damit es hier nicht allzu lange dauert. Und ich habe hier mich entschieden, halt, ich habe eine Schamanen Daily offen, habe hier den Schamanen genommen und habe hier ja relativ günstige Karten mit reingepackt. Und ja, man sieht es halt auch an der Curve: 6, 1er 6, ja, alles 6 Mal und dann noch 5 auf. Zwei Mana, zwei Karten auf 5 Mana und vier Karten auf 6 Mana. Und der Rest befindet sich alles zwischen 1 und 4. Das läuft so ab: für jede Karte, die ihr legt, bekommt ihr ein gratis Spell. Und das werde ich euch jetzt beim Brawl hier demonstrieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das Deck abschneiden wird. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass wir direkt durchkommen im ersten Anlauf. So, Gegner ist gefunden. Ja, jedenfalls, wir kriegen immer dann, wenn wir eine Karte ausspielen, kriegen wir einen Zauber mit den gleichen Mana-Kosten, den man allerdings gratis ausspielen kann. Da gibt es mit Sicherheit auch richtig krasse Kombinationen, die halt auch deutlich stärker nochmal sind, vielleicht als dieses Deck jetzt hier. Aber da ich jetzt hier mit dem Account nicht ganz so viele Karten zur Verfügung habe, habe ich jetzt einfach mal was zusammengebastelt. Ja, was quasi relativ günstig machbar ist. So, unser Gegner darf anfangen. Spielt hier erstmal direkt den Fenley aufs Board. Und nimmt hier auch noch die richtige Hero Power, hat hier noch Living Roots bekommen. Ja, und wir müssen jetzt halt schauen, was wir bekommen. Für einen Zauber. Secret of your opponent's play a minion. Reduce itself to one. Ja, bringt uns jetzt gerade nicht ganz so viel, weil wenn jetzt hier für zwei Mana ein Minion kommt, dann wird er eh nur ein oder zwei Leben haben. Von daher heben wir uns die Karte hier noch ein bisschen auf. So, es kommt hier eine Fire War Axe. Können wir an für sich mit leben. Und er geht doch auf jeden Fall schon mal sehr aggressiv hier vor. Ja, wir legen jetzt erstmal hier den Tunnel Truck. Ziehen hier einen Holy Smite hinterher. Das ist eigentlich ganz cool. Dann würde ich sagen, coinen wir erstmal hier noch den Totem Golem hinterher. Ja, jetzt haben wir hier noch einen Sepp bekommen, ist auch ganz nice, aber weiß ich nicht, hilft uns gerade nicht allzu viel. Von daher, Holy Smiten wir den weg, traden ihn weg. Und haben auf dem nächsten Turn zwei Mana zur Verfügung, Hero Power oder halt Jewel Scarab. Jetzt könnten wir überlegen, eventuell noch Reptence nachzulegen. Und halte ich sogar für sinnvoll momentan. Weil wir haben gerade eine relativ gute Position auf dem Board. Und ja, eigentlich kann auch für drei Mana, mir fällt jetzt kein Minion ein, der mega viel Leben hat. Eventuell pinkt er jetzt auch den Einser Minion weg. Also mit dem Finlay hat er jetzt geguckt, das ist vielleicht hier Noble Sacrifice. Ist es nicht. Dementsprechend wird er wahrscheinlich gleich den 2-3er wegaxten. Oder den 3-4er. Okay, und er spielt halt hier den Standard Pirate Warrior, wie wir ihn kennen. Und er geht halt Full Face. Kommt mir eigentlich entgegen, um ehrlich zu sein. Kann er gerne so weitermachen. Er hat jetzt ihn hier gebufft. Ist aber auch okay. Wir können jetzt hingehen. Was können wir machen? Wir wollen auf jeden Fall ihn hier wegtraden. Und ich denke, ihn würden wir eigentlich auch gerne loswerden. Ja, wir werden ihn auf jeden Fall keine Karte ziehen lassen, das ist auch klar. Also dementsprechend, er wird definitiv abgetauntet. Elemental Destruction ist eine relativ coole Karte, aber naja. Next time you use your hit power, it costs two less. Das ist eigentlich eine relativ nette Karte, muss ich sagen. Ja, wir können jetzt hier entweder wir casten es, ja, ich denke auch, wir casten es tatsächlich hier auf den Minion.
weil es halt ein Beast ist und wir dann nochmal den Bonus-Effekt des Card Draws haben. Dann traden wir einmal den so weg und den traden wir so weg. Und dann können wir gleich den Defender dazwischen droppen, zwischen dem 3-4er und dem 3-3er. Die beiden wird er nämlich mit Sicherheit jetzt nicht mehr removen. Ein Bloodsail Raider, können wir auch mitleben. Müssen wir mal überlegen, wie wir den am besten wegtraden, weil den wollen wir auf keinen Fall auf dem Board liegen lassen. So. Noch ein Ping hinterher. Wir sind mittlerweile auf 10 Leben. Aber ist jetzt in dem Brawl, würde ich sagen, nicht ganz so dramatisch, um ehrlich zu sein. Ja, wir gehen jetzt einfach hin. Taunten hier ab. Dann zappen wir ihn erstmal weg. Können halt überlegen, ob wir jetzt hingehen und noch hier das Oil rausspielen, aber ja, sehe ich jetzt momentan nicht so den großen Sinn hinter. Wir nehmen noch den Diener vom Bord und fertig. Endsort First Mate. Es gibt eine 1er Waffe und eine 1er Spell für den Gegner. Oh, da ist auch der Bloodsail Raider wieder am Start. Für 3-3. Dann werden wir hier noch einen Ping sehen. Der Ping geht aufs Face. So. Dann müssen wir mal überlegen, wie machen wir es jetzt am cleversten. Ich denke, wir gehen hin, chargen mit dem Pony einmal da rein. Oder habe ich vielleicht Liefel und ich sehe es noch nicht. Das könnte natürlich auch sein. Ich bin ja auch nicht unfehlbar, von daher, also was können wir machen? Wir können den Argent Horse Rider doch. Wir müssen ihn auf jeden Fall runternehmen vom Board. Denke ich. Effigy ist auch sehr nice. Wir traden den 3-3 jetzt erstmal vom Board. Dann spielen wir die Effigy noch raus. Traden mit dem 2-3er den hier weg. Raven Idol, schauen wir mal. Wir suchen einen Spell, am besten irgendwas mit Heal. Lava Burst. Lava Burst nehmen wir auf jeden Fall. Dann attacken wir nochmal mit dem 4er hier und wenn den Turn. Primal Fusion. Stolen Goods. Ein Taunt hat er. Ja, der kommt dann nochmal halt wieder. Kann man mit leben grundsätzlich. Das ist jetzt nicht so das große Drama. Wir wollen auf jeden Fall den hier loswerden. Ja, ich denke mal, dann werden wir auch hier den Lava Burst rauswerfen. Okay, ist ein Spellbender. Oh, und wir kriegen den Eisblock. Der Eisblock ist halt echt perfekt gerade. So.
In dem Fall ist es okay mit dem Card Draw, soll er eine Karte kriegen, dafür kriegen wir ihn removed und er kriegt dafür unseren 4-3er halt nicht vom Board. So. Und damit sieht es eigentlich gerade relativ gut aus, weil wir werden im nächsten Turn garantiert nicht sterben, egal was er jetzt hier macht. Wir werden den Turn auf jeden Fall überleben, er hat selber nur noch 14 Leben und das Coole ist, wir haben halt den Windspeaker und den Tinkers Schafsword Oil, das Spell hier auf der Hand. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich hin, okay, wir haben einen Overload. Wäre halt optimal, wenn wir noch eine richtig günstige Karte ziehen würden. Okay, da kommt ein Mortal Strike, der geht aufs Face. Die Effigy gibt uns allerdings dafür einen neuen Minion. So, und wir müssen jetzt überlegen, wie machen wir es am cleversten. Wir können halt leider nicht den Windspeaker und den anderen Spell rausjagen. Aber wir haben jetzt 10, ja, das ist Liefel. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber diskutieren. Und give your weapon und der triggert halt nur mit der Combo quasi, aber was soll's. Das gönnen wir uns hier einfach und die Healing Wave ist halt auch optimal. Silence a friendly minion, draw a card, brauchen wir nicht. Wir hauen jetzt ihn hier hinterher, der geht für 5 und ja. Damit haben wir hier das Brawl für uns entschieden. Sah teilweise relativ knapp aus, ne? Aber hat am Ende dann doch geklappt. Ja, wie ihr gesehen habt, der Gegner hat Pirate Warrior gespielt, ein relativ beliebtes und ein relativ starkes Deck, ist aber dann ins Struggeln gekommen, sag ich mal, als halt hier der Defender auf Argus dazwischen kam. Ich habe ihn halt leider nur einmal, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich sogar zweimal reingepackt. Ist halt sehr stark einfach gegen solche Decks, wie seine derzeitigen Meta unterwegs sind. Gerade diese Taunt Minions, ich hätte auch Feral Spirits noch gehabt als Taunts im Deck. Und ja, das ist jetzt hier die Deckliste, mit der ich gespielt habe, mit der es halt direkt im ersten Try auch geklappt hat. Wir schauen noch gerade eben hier ins Pack rein. Hoffen, dass wir hier irgendwas Schönes bekommen. Ja, immerhin zwei Rare-Karten dabei. Ein Power Overwhelming, Druid of Claw, Frost Elemental, ein Predictions Blade und ein Master of Disguise, beides für den Rogue. Und ich glaube, einige Karten dürften sogar hier in der Sammlung noch neu sein. Ja, zwei um genau zu sein. Und zwar haben wir hier Master of Disguise und das Power Overwhelming, mein erstes hier für den Warlock auf dem Account und 30 Staub. Ja, auf jeden Fall ein cooles Brawl. Macht soweit eigentlich viel Spaß. Vor allem halt auch, weil, ja, der ganze Gameplan wird immer wieder quasi neu gestaltet durch die Spells, die ihr gerade bekommt oder die auch euer Gegner teilweise bekommt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Tavern Brawl und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen, euer Marc.